mal, von hier aus kann man den Sportis beim Training zuschauen. Es sieht so aus, als hätten Sie Herrn Brauer dazu gebracht, ein Plakat für Sie zu machen. Wow, das kann er wirklich gut. Wer hätte das gedacht? Er ist fast so gut wie ich. Wendy, was tust du da? Das ist die Markierung für die Satellitenschüssel. Wusste ich doch. Okay, der erste Spanngurt sitzt fest. Jetzt fehlt nur noch der zweite. Ich glaube es nicht. Der flotte Fred führt schon wieder. Okay, Team Hep Leo. Wir brauchen jetzt die Schüssel. Leo? Bob ruft uns gerade. Was? Oh, Sekunde. So, schon geschafft. Ha, jetzt bin ich wieder an der Spitze. Hallo, Leo? Ja, Bob, die Schüssel ist gleich bei euch. Danke, Leo. Heb sie ein bisschen hoch, Heppo. Das ist super. Jetzt fahr deinen Kran aus. Okay. Oh, noch ein Stück höher. Das fühlt sich komisch an, Leo. Soll ich weitermachen? Ja! Tja, wenn du das sagst, gut. Oh, oh nein! Vorsicht, Leo! Sie rollt weg! Komm zurück, Schüssel! Es geht doch nichts über einen leckeren Fruchtshake von Fritti und einen ruhigen Spaziergang am Fluss. Oh? Vorsicht! Naja, wenigstens habe ich meinen Fruchtshake nicht. Entschuldigung! Verschüttet. Dehnübungen sind ganz wichtig. Damit werden nämlich die Muskeln entspannt. Sieht echt super aus, Herr Brauer. Ich wusste nicht, dass Sie so tolle Bilder machen können. Weißt du, ich gebe Unterricht in Abendkursen und... Pass auf! Oh nein! Nein! Sie rollt auf die Bühne zu! Nein! Hier sieht niemand den Elefanten. Alle sind im Einkaufszentrum. Hallo, Rudel! Hallo. Wow, cooler Elefant. Sag mal, hast du schon bemerkt, dass der Lack verkratzt ist? Das war ein Missgeschick. Ich wollte es Bob sagen, aber dann habe ich gedacht... Oh, hier ist Bob. Bitte bring den Elefanten zum Einkaufszentrum. Ende. Oh, was soll ich bloß tun? Keine Panik, Buddel. Da ist doch nur etwas Farbe ab. Zeig es Bob. Er wird's verstehen. Es war ein Unfall. Was ist los, Buddel? Wo bleibst du? Aber ich fühle mich schlecht, ihm das zu sagen. Was? Schlechter als jetzt? Oh, nein, du hast recht. Danke, Rollo. Buddel hier, Bob. Ich bin unterwegs. Betty, Sophie darf den Elefanten auf keinen Fall so sehen. Ich muss unbedingt vor ihnen da sein. Bob kriegt das schnell wieder hin. Ist das Buddel? Ja. Und er ist echt schnell unterwegs. Alle aus dem Weg! Jetzt! Fahr langsamer, Buddel! Sofort! Ich kann nicht bremsen! Pass auf! Oh je! Nanu! Oh nein! Seht euch meinen Elefanten an! Es ist fast 5 Uhr. Die Leute vom Fernsehen kommen gleich. Oh, ich hätte lieber gleich Bescheid sagen sollen. Dann hätten wir den Elefanten neu lackieren können. Oh, ich habe alles viel schlimmer gemacht. Komm, Sophie, nicht traurig sein. Den kriegen wir wieder repariert. Packen wir es an. Bob, ich glaube, ich habe Herrn Rüssel im Park gefunden.
aber ich habe ihn dort gelassen. Dann hol ihn doch einfach, sobald wir fertig sind. Sophie wird sich ganz bestimmt freuen, wenn sie ihn wieder sieht, hä? Und auf geht's! Schon fast wie ein richtiger Berg aus. Es ist aber noch ein bisschen langweilig. Wir sind noch nicht fertig, Buddel. Der Berg muss noch viel natürlicher aussehen. Deswegen haben wir noch einige Bäume und Sträucher bestellt. Der Vorteil ist, sie verhindern, dass die Erde weggespült wird, wenn es regnet. Komm, Leo, wir gehen und holen die Bäume. Und ich werde Jenny sagen, wie weit wir sind. Buggy, du hast jetzt die Aufsicht. Danke, Bob. Leg noch ein paar Steine und etwas Erde auf die obere Schicht, aber staple sie nicht zu hoch, okay? Okay, Bob. Fertig. Es ist nicht so hoch, wie ich dachte. Ich finde, er könnte höher sein. Dann kann man ihn noch mehr bewundern. Buggy, wir sollten ihn nicht zu hoch bauen. Es ist ein Berg, er muss groß sein. Aber was ist, wenn Bob das nicht will? Ein großer wilder Bär braucht einen großen Berg, damit er sich wohlfühlt. Kommt schon. Nur noch ein kleines bisschen höher. Na gut, okay. Wenn der Bär sich dann wohler fühlt und nicht mehr ganz so wild ist. Heppo? Solange es nur ein kleines bisschen höher wird? Ja, legen wir los. Was? Aber wir sind nicht fertig. Bob! Bob! Was ist los, Jenny? Es geht um den Bären. Oh nein, sag nicht, dass er nicht kommt. Doch, er kommt, nur er kommt nicht wie geplant nächste Woche. Er kommt schon heute. Was sollen wir nur tun? Nein, nein, er ist noch nicht hoch genug. Ich dachte, diese Steine sollten um das Becken gelegt werden. Wir brauchen noch ein paar mehr. Also ehrlich, Buggy, der Berg ist jetzt ziemlich hoch. Weißt du was? Echte Berge sind noch 100-mal höher. Und er soll doch so echt wie möglich aussehen. Du möchtest doch nicht, dass der Bär traurig ist, oder, Heppo? Nein, natürlich nicht. Dann bauen wir den Berg höher. Ich glaube, ein bisschen mehr kann nicht schaden. Hier kommt noch ein Stein. Jetzt kommt die nächste Schaufel. Mach dir keine Sorgen, Jenny. Wir liegen gut in der Zeit. Wir kriegen das Gehege rechtzeitig fertig. Leo, spielst du wirklich in dem Film mit? Tja, Karl gibt mir bestimmt eine Rolle, wenn ich ihm erst mein Schauspieltalent gezeigt habe. Psst, Leo, da ist der Regisseur. Deine Chance, entdeckt zu werden. Danke, Buggy. D11D, pass auf, hinter dir steht ein gefährlicher Weltraumroboter. Der Linsendeckel war noch drauf. Kein Wunder, dass ich nichts sehen konnte. Oh, hallo. Das sieht hier schon wirklich toll aus. Weiter so, Leute. Oh. Also, für die Mondoberfläche haben wir zwei verschiedene Arten von Sand zur Auswahl. Erstens dieser Sand. Er ist sehr dunkel. Und dann haben wir noch den hier. Der ist sehr viel heller. Mir gefällt der erste viel besser. Mir auch. Gute Wahl, Wendy. Also, dann nehmen wir den dunklen Sand. Oh. Ich bin begeistert. Fantastisch. Nur eine Kleinigkeit noch. Könnte da vielleicht eine Tür rein? Eine Tür, die sich öffnet, sodass die Weltraumroboter zum Vorschein kommen? Oh, das wäre einfach klasse, wenn das irgendwie möglich wäre. Das ist gar kein Problem, Karl. Du hast die Ideen und ich setze sie um. Oh.
Ich geb's auf, Buggy. Ich glaube, ich bin einfach doch kein Schauspieler. Was? Ich finde, du bist toll, Leo. Guck mal, da ist Sophie. Viel Glück beim Film, Leo. Wie soll ich ihr nur sagen, dass ich gar nicht mitspiele? Soll ich es ihr sagen, Leo? Piep, Papa, piep. Nein, wir sagen es ihr noch nicht. Du weißt doch, im Film ist einfach alles möglich. Vorsicht! Hier kommt Bunnel mit einem großen, bösen Roboter. Hallo, Wendy. Hast du Leo gesehen? Nein. Ist schon eine Weile her. Oh. Ungefähr hier, Karl? Soll hier der große Roboter hin? Das ist perfekt, Bob. Okay, Heppo. Er ist schwer, also vorsichtig anheben. Hey! Fein rüber zu mir. Und stopp. Und jetzt setz ihn vorsichtig ab. Runter. Ja, genau hier. Wow, der ist ja wirklich groß. Ob die Fernbedienung auch so groß ist? Genau genommen hat dieser Fernseher keine Fernbedienung. Mein Tablet wird ein Signal empfangen und es zum Fernseher senden. Und dann schauen wir das Quiz auf dem Bildschirm. Wow. Hier, ich zeig's euch. Hast du wieder dein Passwort vergessen, hä? Huh? Das kennt doch jeder. Ja, Baumeister Nummer 1. Oh, Bob. So, alle Banner sind aufgehängt. Schlagt ein, Leute. Oh, schlag ein. Danke, Frau Bürgermeisterin. Ich find's echt cool, dass Sie an die Banner gedacht haben. Cool? Was, ich? Wie wär's dann mit noch einer super-duper Idee? Was haltet ihr von einer Popcorn-Maschine? Ich ruf Fritti an, dann kannst du sie gleich abholen, Heppo. Klaro. Oh, das heißt, du hilfst uns? Naja, bei Leo scheint alles zu laufen. Also klar, ich werde euch helfen, natürlich. Los, Heppo! Oh, Heppo, gut, dass du kommst. Ich habe Probleme damit, den Rahmen gerade zu halten. Dann muss ich das eben ohne Hilfe schaffen. Bis jetzt war ich gar nicht so schlecht, finde ich. Der Fernseher müsste jetzt jeden Moment angehen. Das Tablet hat das Signal bekommen, aber das Bild ist total unscharf. Und wie ist es jetzt? Danke, Dennis Blitz. Du hast uns von den grünen Schleimmonstern gerettet. Das war gar nichts. Wie sag ich immer? Mit einem Boom, Zoom, schlägt der Blitz zweimal ein. Ich glaube, der Fernseher läuft jetzt. Toll, Heppo! Wuhu! Yeah! Braucht ihr sonst noch irgendetwas? Wie wär's mit einem Getränkeautomaten, einen dieser Milchshake-Mixer? Schon unterwegs. Ich fahr zurück zu Fritti. Oh, sehr gut, Leo. Du hast die Stützbalken ganz allein festgemacht. Jetzt brauchen wir nur noch den Fernseher. Dennis Blitz, musst du uns jetzt... Tut mir leid, Team, aber der Fernseher muss jetzt abgeschaltet werden. Bleib länger. Bitte, Dennis, tu es für mich. Ich wünschte, ich könnte es. Wendy, der Fernseher muss jetzt ins Stadion. Und denk immer dran. Wendy! Bob, wo warst du denn? Der Fernseher muss jetzt rüber ins Stadion. Jetzt haben wir alles, um Mila anzufeuern. Danke, Heppo. Klasse. Oh, das ist bestimmt Schleppo mit dem riesigen Fernseher. Okay, Heppo, heb den Querbalken zu mir hoch. Ich mach ihn am Stützturm fest. Schalte ihn ein, Leo. Wir sind soweit. Okay, Bob. Der Sessellift ist fertig. Wahnsinn! Wollt ihr Snowboarder eine erste Fahrt wagen? Ja, bitte. Danke, Team Bob. Ja,
Vielleicht könnte ich die Piste doch mal kurz ausprobieren, wo gerade niemand hinsieht. Wow, was für eine spitzenmäßige Aussicht. Ich kann sogar unser Haus sehen von hier. Hallo, Team Bob. Das macht Spaß. Seht alle her, das ist total abgefahren. Das ist ziemlich gefährlich. Oh, Bagger im Anflug. Stopp, Buggy. Ich kann nicht stoppen. Kein Wunder, du hast ja auch keine Schneeketten. Achtung, alle aus dem Weg. Vorsicht. Alles okay bei euch? Uns geht es gut, Bob. Das ist super cool. Bleibt ganz ruhig. Ich werde jetzt die Notbremse ziehen. Aber Bob, die Notbremse ist ganz da unten bei der Talstation. Dann gibt es nur einen Weg. Los, Bob! Aber pass auf meinen Schneemann auf! Abgefahren! Alles fest, Leo. Du kannst wieder starten. Okay, Bob. Ja! Ja! Es tut mir leid, dass ich eure Skipiste zerstört habe. Ich wollte einfach nur Spaß im Schnee haben, wie alle anderen. Vielleicht könnte ich es wieder gut machen, indem ich eine richtig große Sprungschanze baue. Ja, bitte. Das wäre total... abgefahren? Ja. Das hört sich nach einem Plan an, Buggy. Wir kümmern uns um die Festbeleuchtung, während du die Schanze baust. Auf geht's! Oh nein. Wie kriegen wir den nur wieder? Das ist alles meine Schuld. Ich habe eine Idee. Ich hab's geschafft. Ich bin der Geisterjäger. Das hast du toll gemacht, Heppo. Es tut mir sehr leid, Bob. Ich hätte den Geist nicht fallen lassen dürfen. Ich hatte nur solche Angst. Und jetzt warst du wirklich sehr mutig. Ich bin stolz auf dich, Heppo. Danke, Bob. Ich hab neue Seile dran gemacht. So fliegt uns der Geist nicht noch einmal davon. Und die Kiste stellen wir besser an einen sicheren Ort. Dann brauchst du das hier. Charlie, es waren deine Schlüssel, die geklirrt haben. Und es war die Kiste, die geknarrt hat. Ich habe mir gruselige Dinge vorgestellt, dabei gab's die in echt gar nicht. Ja, das stimmt, Heppo. Es gibt keinen Grund, sich an Halloween zu fürchten. Es geht um gruselige Dinge, die lustig sind. Ja, jetzt habe ich das verstanden, claro. Danke, Bob. Oh, oh, ich kann's gar nicht abwarten, bis das Fest anfängt. Dann lasst uns alles in Ordnung bringen. Es ist alles fertig und Wendy hat es wieder nicht geschafft, mir einen Streich zu spielen. Hey, was passiert hier? Ich stecke fest. Ich dachte mir, der super klebrige Schleim ist vielleicht doch ganz praktisch. Hey!
da ist dein Geist. Wir haben dich reingelegt, Bob. Das ist schon okay. Ich bring sie zurück. Dieser Teddy hier kommt ins Teddy-Regal zurück. Oh nein, da liegt ein Skateboard und ein Puzzle im Teddy-Regal. Wo ist das Skateboard-Regal? Keine Ahnung. Und wo ist das Puzzle-Regal? Was ist los? Nichts, ich bin nur ein kleines bisschen durcheinander. Oh nein! Warum drückst du nicht ein paar Mal auf rückgängig? Das ist eine gute Idee, Buggy. Oh, das war wohl falsch. Ah! Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Heißt, dass es ihm Spaß macht? Ich habe noch nie gesehen, dass Leo sich so schnell bewegt. Leo, wo steckst du? Ich brauche den Schraubenschlüssel. Ah, hey, Bob! Ah, da bist du ja. Hast du meinen... Schraubenschlüssel? Nein, weil dieser Roboterarm mich geirrt. Oh nein! Oh nein! Oh, Bob! Ich bin verpackt! Schon gut, ich hol dich raus. Ach, herrje! Meine neue Roboteranlage! Sie reagiert nicht mehr! Wow! Hier, bitte sehr! Die frittiliziöse, shake-tastische Überraschung! Versuch Nummer 1. Das ist wirklich shake-tastisch. Es ist okay-tastisch. Nur okay-tastisch? Ich würde gern mehr hören als ein okay-tastisch von Bob. Na gut, dann mischen wir etwas Neues. Ich mische keinen normalen Beton, das sehe ich gar nicht ein. Heute werde ich den unglaublich buggy-tastischen Überraschungsbeton mischen. Glaubst du, dass Schleppo damit einverstanden ist? Schleppo muss das doch gar nicht wissen. Hallo Schleppo, fangen wir mit dem Mischen an. Denk immer dran, Buggy, du musst die Menge der Zutaten richtig zusammenstellen, sonst klappt es nicht. 2 Säcke Zement, 2 Säcke Schotter, einen Anteil Wasser, einen Sack Sand. Alles klar, Schleppo, hab verstanden. Ach, es geht doch nichts über den normalen Beton. Außer natürlich der buggy-tastische Überraschungsbeton, hä? Oh. Fertig befüllt, kann ich loslegen? Oh ja, Schleppo. Und jetzt mischen wir alles zusammen. Also, Wendy, was hältst du von Versuch Nummer 3? Ist das das leckerste Getränk von allen, hä? Sie waren alle sehr lecker. Dieser hier war eine ganz tolle Mischung aus süß und sauer. Der da war wie ein Feuerwerk im Mund und der da war echt sowas von erfrischend. Einfach herrlich. Oh, also waren sie nicht schlecht, Bob? Dieser war irgendwie rosa? Rosa? Wir gehen jetzt, Freunde. Morgen früh machen wir den Rest. Sie
Sie will dir guten Tag sagen, siehst du? Uhu. Uhu. Was ist denn los, Buddel? Ich fühle mich auf einmal so zittrig. Und seit wann fühlst du dich so? Seit dieser Drache da ist. Ach, Buddel, du hast einfach Angst. Aber das brauchst du überhaupt nicht, Buddel. Durch die Sicherheitsscheibe ist das Gehege gut geschützt. Ich mag ihn nicht mal ansehen, Wendy. Er ist so schleimig und zischt fies. Eigentlich sind Komodo-Drachen gar nicht schleimig. Ihre Haut fühlt sich ganz trocken an. Ich glaube, wir müssen ihn ablenken, Bob. Buddel, meinst du kannst uns trotzdem bei der Brücke helfen, auch wenn die Echsen jetzt auf der Insel sind? Tut mir leid, das schaffe ich nicht. Das macht nichts, Buddel. Wir übernehmen das und für dich finden wir was anderes. Also, alle Komodo-Drachen sind jetzt drin. Ist Buddel eingeschlafen? Wir haben gerade festgestellt, dass er große Angst vor dem Komodo-Drachen hat. Vielleicht könnte er dir woanders im Zoo bei etwas aushelfen. Du könntest vielleicht das Gehege dort drüben aufräumen. Das übernehme ich gern. Gute Idee. Buddel, komm mit. Ich bring dich weit weg von den Drachen. Hätte ich Buddel sagen sollen, dass er das alte Gehege der Komodo-Drachen aufräumt? Sind auch wirklich keine Drachen mehr drin? Es ist ganz leer. Dann ist das bestimmt in Ordnung für ihn. Leo, Heppo, Buggy, wir bauen jetzt die Brücke fertig. Alles klar. Ja, Bob. Also los. Kommt und lernt uns alle kennen. Es sind so viele Hits. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft ins Laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Huch, Eier? Was machen die denn da? Das sind ja mindestens 3 Stück. Und da sind noch 3 und noch mehr. Sieht aus, als wär's die ganze Ladung. Wo mag nur die Vogelmama sein? Ich kann sie nirgendwo entdecken. Ich muss sie schnell finden, damit sie sich um ihre Eier kümmert. Vielleicht schlüpfen die Küken bald und sie brauchen doch jemanden, der für sie sorgt. Ich muss Jenny finden und fragen, was ich tun soll. Aber sie ist dort drüben bei der Dracheninsel. Oh, oh. Es hilft nicht. Ich muss zu dieser Insel. Ich will nicht, dass den Eiern etwas passiert. Was ist das denn? Was ist passiert? Entschuldige, Bob. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte doch nur helfen. Nein, Heppo. Eigentlich ist es vielmehr meine Schuld, Bob. Ich habe die Höhe und die Breite des Tyrannosaurus verwechselt. Wir konnten das Skelett nicht durch die Tür kriegen. Also haben wir es zerlegt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie die Teile zusammengehören. Ich bin sicher, wir können es schaffen. Oder nicht? Oh je. Es sieht wie ein Puzzle aus, nicht wahr? Wir bräuchten ein Foto, wie er aussah, bevor ihr ihn auseinandergebaut habt. Wartet, aber natürlich. Natürlich was? Wir haben ein Foto vom Dino. Leo hat vorhin ein paar Handyfotos gemacht. Das stimmt, du hast recht. Oh, dahin gehört das Teil also. Oh ja, fantastisch, fantastisch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bringen wir alles in Ordnung, bevor die Bürgermeisterin hier ist. So, wir sind fertig. So ein Glück. Jetzt bin ich beruhigt und kann endlich in Ruhe mein Wurstbrot essen. Ja. Nein, warten Sie. Was? Da fehlt noch ein Knochen. Aber das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Wo kann er nur sein? Oscar! Und jetzt? Oscar? Sei ein braver Hund. Gib uns den Knochen. Komm schon, Oscar. Gutes Hundchen. Gib uns jetzt den Knochen, bitte. Ach du meine Güte. Die Bürgermeisterin ist jede Sekunde hier.
Wenn wir nur irgendwas hätten, was wir ihm anstatt des Knochens anbieten könnten. Vielleicht hat er ja Lust auf ein Wurstbrot. Aber das ist mein Mittagessen. Ich glaube, ich höre schon den Wagen von der Bürgermeisterin. Könnten wir nicht einfach... Oh, in Ordnung. Hier ist es. Hier, Oskar, ein leckeres Wurstbrot. Braver Hund. Das sieht aber komisch aus. Oh nein! Bob, sieh nur, wir haben vorausgedacht. Warte einen Moment. Die stehen zu dicht nebeneinander. Oh. Oh, oh. Oh je, meine hübschen neuen Windräder. Ich glaube, ich sollte die Bürgermeisterin über dieses Missgeschick informieren. Oh nein, jetzt sind die Drehdinger hin. Buggy. Oh, Bob. Ich wollte, dass in Zukunft noch mehr Winddrehdinger hier Platz haben. Darum habe ich Heppo gebeten, die Fundamente dichter zusammenzuschieben. Das war echt keine gute Idee. Du hättest dich an den Plan halten sollen, Buggy. Ich wollte einfach, weißt du, vorausdenken, weil Herr Brauer gesagt hat, dass wir das sollen. Es tut mir so, so leid, Bob. Also gut. Das Problem ist, dass wir jetzt nur noch 3 heile Windräder übrig haben. Die erzeugen nicht genug Strom für das Meereszentrum. Und die Bürgermeisterin möchte die Windanlage heute Abend einschalten. Wir brauchen einen neuen Plan, Bob. Wenn wir bloß irgendwie Strom von der Sonne kriegen könnten, anstatt nur von diesen Winddrehdingern. Du meinst mit einer Solaranlage, Buggy? Oh ja, genau wie im Zoo. Das ist klasse. Ihr bringt mich da auf eine Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Auf geht's, Team. Ich glaube, wir brauchen etwa nur die Hälfte der Erde, um die Gräben wieder aufzufüllen. Willst du nicht nachsehen, damit wir sicher sind? Gute Idee, Buggy. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Danke, Buggy. Gut aufgepasst. Schön, schön, schön. Ich habe gehört, es gäbe ein Problem, aber alles sieht gut aus. Herr Brauer, warum erschrecken Sie mich so? Bob macht seine Arbeit immer sehr gut. Oh ja, ich habe niemals an ihm gezweifelt. Sie kommen genau rechtzeitig, um alles einzuschalten. Danke, Bob. Volle Kraft voraus. Juhu! Die Drehdinger drehen sich! Schneller, schneller! Und seht euch die leuchtende Solaranlage an.